Geh und nimm's nicht persönlich, wenn ich nicht zum Plaudern vorbeikomme. Zu viel Arbeit, zu wenig Leute. Würdest du das tun? Das wäre sehr nett. Ich habe sie heute beim UC Surplus rumhängen sehen. Sie kamen mir sehr verdächtig vor. Lieber nicht. Ich will sicher gehen, dass ich auch recht habe, bevor wir zur Security gehen. Aber ich muss sicher. Kannst du nicht ein wenig Detektivarbeit betreiben? Vielleicht hast du ja Glück und kannst sie belauschen. Wir können überlegen, was wir tun, wenn wir wissen, was sie wirklich vorhaben. Wir müssen füreinander da sein. Deshalb habe ich vor allem der Zeit. Ich weiß nicht, Isaac. Schwer da einzusteigen. Die wollen nur, dass du das denkst, Louis. Siehst du irgendwo UC Security? Nein, aber... Aber nichts. Ich sage, wir schlagen zu, solange das Eisen noch heiß ist. Ich glaube, diese Heilige bei Kai will uns verpfeifen. Die hat uns letztes Mal ziemlich schräg von der Seite angeguckt. Ja, oder? Jetzt oder nie. Wir machen es heute Nacht. Das klappt schon, vertrau mir. Rein, raus und zur letzten Runde sind wir im Jakes. Wenn wir das hinkriegen, schwimmen wir in Credits. Was ja unwahrscheinlich ist. Hey, ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Ich habe kein gutes Gefühl. Hier ist jeder willkommen. Behalt nur deine Hände. Mist, ich wollte gern falsch liegen. Tja, dann ist das wohl geklärt. Wir müssen die Behörden einschalten, bevor sie den Raubzug durchziehen können. Am besten gehst du direkt zu Officer Endler bei der Security. Er kümmert sich um die Sache. Wenn er dir Ärger macht, sag ihm, ich habe dich geschickt. Damit ziehst du ihn auf deine Seite. Geh zur Tür raus und nach links. Ganz am Ende der Straße, ist eigentlich kaum zu verfehlen. Quasi. Er ist Stammgast und ich habe schon öfter Verbrechen bei ihm gemeldet. Er ist fairer als die anderen Security-Leute auf dem Unterdeck. Danke. Sag Bescheid, wenn du es gemeldet hast, ja? Unterdeck wird's für uns nie lang. Ja, dafür sind wir hier. Worum geht's denn? Was ist los? Den UC Surplus? Wirklich? Ist schon lange her, dass jemand so bescheuert war, den Laden auszurauben. Gegen Infos aus erster Hand kann man schwer was sagen. Dann glaube ich dir. Ich gehe sofort hin und sehe mich mal um. Wenn die Diebe die Security sehen, kriegen sie Muffensausen. Ich habe alles im Griff. Danke für den Tipp. Cooler Raumanzug. Die Security kommt. Der Abschaum der Galaxie. Sie plündern, stehlen. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin. Nächstes Mal suchen wir uns ein leichteres Ziel. Medizin? Tja, Mütter, was? Ach, die Security hey, ist uns auf den Fersen. Den Plan Blödsinn. Können wir vergessen. Gibt hier schon genug Flugverkehr. Du siehst aus, als würdest du was brauchen. Hey. Es ist. Das ging schnell. Wie lief es mit Officer Endler? Du bist hier. Das höre ich gern. Wenn die Security in der Nähe ist, werden sie sich bestimmt nichts trauen. Danke für deine Hilfe. Es beruhigt mich sehr, dass die Security da unten patrouilliert.
2 Schusswunden in einer Woche. Man merkt, wo die Prioritäten der UC Security. Lustige Geschichte. Als die Leute damals auf Jemison ankamen, zerlegten sie das Kolonieschiff und benutzten die Teile, um eine Siedlung zu bauen. Mit der Zeit wurde sie immer größer und höher. Und irgendwann vergaßen sie dann einfach alles, was noch hier unten war. Auch die Menschen. Die Wände und die Decke haben sich verändert. Aber hier wird immer noch Equipment aus dem alten Schiff benutzt. Nicht alle in New Atlantis können sich Reliant Medical leisten. Hab kaum eine andere Wahl. Kann mir kein Personal leisten und den Freiwilligen aus der Community kann ich auch nur begrenzt was abverlangen. Wir halten uns schon länger über Wasser und werden das auch weiterhin tun. Keine Sorge. Oh, du hast daran gedacht. Ich bin gerührt, wirklich. Ja, und ob du uns helfen kannst, gar keine Frage. Alle Kinder haben denselben Magen-Darm-Infekt. Aber ich kann ihn nicht genau diagnostizieren. Pädiatrie ist nicht mein Gebiet. Aber einer meiner Kollegen, Dr. Lebedev, ist der Experte. Wenn ich seine Notizen hätte, könnte ich die Krankheit sicher diagnostizieren und behandeln. Wir haben in letzter Zeit ungewöhnlich viele kranke Kinder auf der Krankenstation. Sie haben alle dieselben Symptome, aber ich kann die Ursache nicht eingrenzen. Es ist nicht tödlich, aber ich habe auch noch keine wirksame Behandlungsmethode gefunden. Es macht mir Sorgen. Er arbeitet oben bei Reliant Medical. Ist ganz leicht zu finden, zwischen dem Mast und dem Orion Tower. Dr. Lebedev ist immer da. Danke. Das ist wirklich nett. Ich kann leider nicht gehen, sonst ist die Krankenstation unbesetzt. Der Großteil der Bürger hier in New Atlantis verlässt sich auf Reliant Medical. Unser Ruf spricht für sich. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Talia verzweifelt an einem medizinischen Problem? Gibt's ja gar nicht. Wie kann ich helfen? Kranke Kinder? Das geht natürlich nicht. Ich helfe gerne. Mal sehen. Ein Magen-Darm-Infekt? Da habe ich viel Erfahrung und viele Notizen. Ich habe bestimmt was, das hilft. Ah, ja. Da haben wir es. Das sollte helfen. Ich habe meine Notizen zu häufigen Magen-Darm-Infekten in der Pädiatrie auf diese Slate geladen. Bitte gib sie Talia. Sie kann sie behalten. Und sag ihr schönen Gruß, ja? Ich hoffe, die Kinder werden bald gesund.
Sternenwertung vergeben. Zusammengeflickt werden musst, kriegen wir hin. Wirklich? Zeig her. Ah, perfekt. Ich wusste, Dr. Lebedev hat alles, was ich brauche. Mit diesen Notizen als Hilfe löse ich das sicher in Windeseile. Vielen herzlichen Dank. Wirklich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Okay, hallo. Die Handels, wenn du was brauchst, egal was, habe ich es entweder. Die Handelsaufsicht dankt dir für deinen Besuch. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich würde es mal mit Viewport probieren. Findest du links auf der Plaza. Über den Automaten der Handelsaufsicht gleich hier bei mir. Oder schau ein Stück weiter zu Jamison Mercantile. Du findest sicher was, was dir gefällt. Thank you.
Klar, nur zu. Thank you.